Ja, hallo Leute, heute ist Donnerstag und da gucken wir uns mal den Shop an. Und als wöchentliche haben wir einen Helmverbesserer. Das ist okay. Was haben wir denn hier? Oh, die Totengräber ist zurück. Die ist eine beliebte Waffe in der RDW. Also, falls ihr die noch braucht oder haben wollt, heute ist sie endlich drin. Holt euch die, die ist wirklich sehr nice, wirklich sehr schönes Ding, wirklich. Bleibt natürlich bis zum Unterfangs-Season-Ende drin, das ist am 20. oder 21. oder das ist. Das müsste dann Donnerstag sein. Wenn der Donnerstag, der 20. oder der 21. ist, dann wisst ihr, da beginnt die neue Unterfangs-Season an. Und da ist das Ding dann raus. Also ist das Ding jetzt gut und gerne, ja, so etwa 5 Wochen noch drin. Also am besten direkt holen, also wirklich lohnt sich echt. Totengräber ist sehr beliebt und sehr gut eigentlich. Klar, es gibt natürlich auch wieder andere Waffen, die besser sind, aber zu Halloween ist Totengräber absolut ein Muss. Was haben wir noch drin? Auch perfekter Halloween Keubel. Was? Korbelschuss. Was war das? Ah ja, die schießt wie ein Maschinengewehr. Also Maschinenpistole. Sturmgewehr, ja. Kann man auf jeden Fall spielen, also würde ich empfehlen zu holen. Nur die Haltbarkeit ist da ein bisschen runter, aber macht nichts. Geht eigentlich klar. Was haben wir noch? War der nicht letzte Woche schon drin, dieser Wegbereit AC? Ja, der war doch letztens drin, letzte Woche. Hier wird die Dauer des Elektroschocks drum. Eine Sekunde, oder? Jetzt kommen dann nur 3 Sekunden. Schockturm spielen will zum Beispiel. Möglich, aber sonst legendäre Kraftquellen. Todesflügel, Müll, Müll. Sturmsplitter, ja, auf jeden Fall. Auge des Sturms auch. Blitzende Flasche natürlich auch. Oh, 30 Stück gibt es. Also da sage ich mal Kohle. Auf jeden Fall. Ihr fragt euch bestimmt jedes Mal, warum hole ich das jedes Mal? Ja, Gewohnheitssache. Gewohnheitssache. Beziehungsweise man soll ja auch zeigen, dass man das Spiel ernst nimmt. Also, dass man, ne, da seine Zeit gerne reinsteckt. So, reiner Regentropfen haben wir, Feuerfix auch. Das, was man braucht, natürlich. Kann man natürlich auch alles holen, aber brauche ich ja nicht, habe ich zu viel. Aber hier, eigentlich ist das ein Widerspruch. Eigentlich brauche ich das gar nicht alles. Aber ich habe es aus Gewohnheit, nehme es gerne mit, um ehrlich zu sein. Gut, Totengräber und Kolbenschuss nicht, weil ich die schon habe. Und alles andere auch. Aber aus Gewohnheit nehme ich das mal gerne mit. Was ich auch dringend empfehlen kann, natürlich diese Sachen mitzunehmen. Ja, es geht alles.